Monatshoroskop Mai 2019 nach indischen Astrologie. Die indischen Astrologen berechnen die Horoskopen anders. Sie berücksichtigen nämlich die Präzession. Es ist eine andere Berechnung, also nicht wundern, wenn ich erzähle, wo Sonne, Mond und die Planeten sich bewegen. Es ist anderes als in westlichen Astrologie. Liebe Eliora, ich grüße dich. Das Bild, was du siehst, ist dein Geburtshoroskop bildhaft dargestellt. In diesem Bild, in ein Geburtshoroskop, ändert sich nichts. Und das bedeutet, so war die Sternenhimmel über dir in diesem Augenblick, wo du geboren bist, wann du geboren bist. Und das ist wie ein Momentaufnahme, das ist einzigartig wie ein Fingerabdruck und das ist dein Seelenplan. In einem Geburtshoroskop gibt es 12 Häuser. Ich mag diesen Begriff nicht, ich nenne das lieber Lebensbereiche. 12 Lebensbereiche. Und dort, wo Planeten oder die beiden Lichter Sonne und Mond sich befindet in ein Geburtshoroskop, das sind die Lebensbereiche, was für dich persönlich wichtig sind. Das ist erstmal Aszendent und das ist Krebs, die ersten Lebensbereich und das ist deine Persönlichkeit, dein Auftreten, wie du wahrgenommen bist. Dann ist wichtiger Lebensbereich, die zweiten Lebensbereich. Hier hast du Löwe und Venus. Und das ist die Lebensbereich, wo die Werte sind. Selbstwertgefühl, Wertschätzung oder wertvollen Dinge im Leben in Besitz nehmen, außerdem die Finanzen. Dann ist wichtig der vierte Lebensbereich. Hier ist die Basis, die Fundament, die Wurzel, wo uns Halt gibt im Leben, unseren Vorfahren, Traditionen, unserem Herkunft und auch unserem Zuhause. Das ist die Basis, die Fundament. Ich vergleiche ein Horoskop immer mit einem Baum und dieser vierte Lebensbereich bedeutet dann wie der Wurzel des Baumes. Hier fühlen wir uns verwurzelt. Hier hast du Waage, Saturn und Pluto. Dann ist wichtiger Lebensbereich, die fünfte, und dazu gehören die Kinder, deine Kinder, später deine Enkelkinder oder deine Kindheit, dein inneres Kind. Hier liegt auch die schöpferische Kraft. Das Leben schöpferisch gestalten und hier ist auch die Lebensfreude. Hier hast du Skorpion, Jupiter, Uranus. Der sechste Lebensbereich ist auch wichtig und dazu gehört der Alltag. Die Alltag, die Pflichten bewältigen, auch die Arbeit und Gesundheit hängt auch zusammen, weil wir können arbeiten dann, wenn wir auch gesund sind. Hier hast du Schütze, Neptun, unseren Planet Erde und die absteigende Mondknoten Ketu und das aktiviert alten karmischen Erinnerungen. Wichtiger Lebensbereich ist für dich die 12. Lebensbereich, das sind die tiefen Geheimnisse des Lebens und alles, was im Geheimen ist. Alles, was hinter geschlossenen Türen passiert oder geheime Feinde. Hier erkennen wir auch die Ursache nach etwas, auch die Ursache nach Erkrankungen, weil die beiden, die Gesundheit hier im sechsten Lebensbereich
Und die zwölfte Lebensbereich, das spiegelt sich etwas, weil sie liegen exakt gegenüber. Also hier sind auch die Ursache, die Erkrankungen. Hier hast du Zwillinge, Sonne, Mars, Merkur und die aufsteigende Mondknoten, diesen Drachenkopf und das, was deine Seele braucht. Die Seele sucht das, weil die Seele kennt das noch nicht. Die beiden Mondknoten bilden sich eine Drache und das symbolisiert unsere Ängste, was wir überwinden sollen und unserem Karma. Und diese Drache ist getrennt, die Kopf wurde abgeschnitten. Die Körper kennen wir schon, weil in diesem Weg sind wir schon gegangen. Das ist hier diese Ketu in Schütze. Und der Kopf wurde abgeschnitten, die Seele kennt das noch nicht, die Seele sucht es. Man fragt, oh, wo ist dieser Kopf? Und das ist die aufsteigende Mondknoten oder Rahu hier in den Zwillingen, im Bereich 12. Lebensbereich, wo die Geheimnisse und karmischen Themen liegen. Für deine Seelenreise ist wichtig die Zwillingsenergie. Und das zu verstehen, erzähle ich dazu die mythologische Geschichte aus dem klassischen griechischen Mythologie. Leda war eine wunderschöne Königin. Zeus, der Himmelsgott, liebte schöne Frauen und verführte Leda. Leda wurde schwanger. Aber Leda war verheiratet mit dem König von Sparta und wurde auch schwanger. Und sie gebar den Zwillingen Kastor und Pollux. Kastor war der Sohn von König, also menschlich und sterblich. Und Pollux war der Sohn von Zeus, also göttlich und unsterblich. Und dann kam die Zeit, wo Kastor sterben müsste und Pollux ging aber zu seinem Vater und sagte zu ihm, ich möchte auch sterben, ich kann doch meinen Halbbruder nicht alleine lassen. Und Zeus hat beantwortet, nein, ihr braucht nicht sterben, ich mache euch beide unsterblich. Und Zeus hat den beiden Zwillingen im Himmel gesetzt. Und diese Geschichte erzählt uns, dass wir haben eine Seele. Und unsere Seele ist ein Teil von der göttlichen Schöpfung. Das ist Pollux, das Unsterbliche in uns. Und unsere Seele sucht aber einen Schicksalsweg, weil braucht diesen Weg zum Lernen. Und das ist dieser Mensch zu sein. Das ist begrenzt, das hat einen Anfang, das ist unserem Geburt und hat ein Ende, das ist unserem Tod. Und das ist Kastor. Die beiden sind aber miteinander verbunden. Und wenn uns das bewusst ist, dass unsere Seele unsterblich ist und ein Teil von der göttlichen Schöpfung und haben wir diese göttliche Funke in uns, in unserem Inneren, dann haben wir ein höheres Bewusstsein. Wenn wir meditieren und die 12. Lebensbereich zeigt auch Rückzug und Meditation, dann haben wir die Verbindung zu unserer Seele. Und wir sollen unserer Seele auch kümmern, meditieren, das Vorstellen, dieser inneren Tempel, das Gestalten, das unserer Seele sich wohlfühlt und das stärkt uns innerlich. Und haben wir einen Bezug zu diesem göttlichen Quelle, das ist unsere Intuition. Und es lässt uns auch inspirieren. Und diese Gestalt, dieser Raum, dieser inneren Tempel, das zeigt schon die Krebs. Und hier ist dein Mond und Mond hat einen Bezug zu dem Unbewussten und unseren Gefühlen.
Und wenn du das gestalten kannst, diese inneren Tempel, und jeden Tag so ein paar Minuten zum Ruhe kommst und besuchst deine Seele, dann heißt das, du hast das entdeckt. Und hier in Zwillingen, in diesem Bereich Geheimnisse, hast dein Sonne. Das symbolisiert dein Selbst. Hier hast du Mars, das ist deine Kraft. Mit dieser Kraft kannst du etwas in Bewegung setzen oder dich wehren. Oder Merkur, die Handlungen, die Kommunikation, auch das Wissen. Merkur hat auch einen Bezug zu unserer Kindheit, unserer Jugend. Außerdem gibt es auch andere Zusammenhänge, weil Sonne symbolisiert der Vater, Mond symbolisiert die Mutter und Merkur symbolisiert unsere Kindheit. Mars ist natürlich dann der Mann. Hier begegnen wir uns mit der Liebe eigentlich. Und zurück zu diesem 12. Lebensbereich. Sonne, Mars, Merkur fühlt sich im Verborgenen. Das fühlt sich so an, wenn das noch gar nicht geboren wäre. Also muss das ins Licht bringen. Besondere Sonne, dein Selbst ist wichtig, weil Sonne fühlt sich nicht wohl im Schattenseite. Aber dein Mars-Energie ist auch wichtig, dass du dich durchsetzt im Leben und nicht immer wieder davonläufst oder zurückziehst, weil du willst niemand verletzen. Und das kannst du so vorstellen. Dein Aszendent Krebs bedeutet, dass in diesem Augenblick, wo du geboren bist, ist die Tierkreiszeichen Krebs in Osthorizont aufgestiegen wie ein Sonnenaufgang. Aber so etwa eine halbe Stunde vorher war das noch die Zwillinge mit Sonne, Mars und Merkur und auch noch Rahu. Sie stehen ganz nah zu deiner Geburt, aber in dem Moment, wo sie in Osthorizont aufgestiegen sind, du bist noch gar nicht geboren. Das passierte etwa eine halbe Stunde später. Und sie sind zwar ganz nah zu dir, aber in dem Moment, wo sie in Osthorizont aufgestiegen sind, in den Zwillingen, du warst noch im Mutterleib. Das bedeutet noch etwas. Diese Energie hier zeigt die Schwangerschaft, Verlauf von deiner Mama. Und wenn hier Planeten sind, wie Sonne, Mars, Merkur bei dir, Sonne ist zwar kein Planet, sondern Sonne, Mond sind die beiden Lichter. Das heißt, während die Schwangerschaft hat deine Mama etwas erlebt und das hat mit Vater was zu tun, mit ihrem Vater und Mars ist der Partner. Und Merkur kann dich als Kind bezeichnen oder Handlungen, Kommunikation, was deine Mama aus der Ruhe gebracht hat. Oder kann natürlich auch bedeuten, dass sie das Besonderes schön empfunden hat. Also das kann beide Richtungen gehen, aber das hat einen Einfluss gehabt auf ihren Emotionen. Und diese Emotionen hat sie übertragen an dir, nicht umsonst sind die hier im 12. Lebensbereich. Und du im Mutterleib hast du das schon verspürt, die Energie, die Gefühle von deiner Mama. Und die Aufgabe ist bei dieser Position raus aus diesem Schattenseite ins Licht zu bringen wie ein Neugeburt. Das hat aber auch was sehr Schönes, auch hier, wenn im 12. Lebensbereich Sonne, Mond oder die Planeten sich befinden, das sind sehr geheimnisvoll. Und das ist dein Talent, deine Fähigkeit, dass du in die Tiefe schaust, dass du die Zusammenhänge erkennst, dass du geheimnisvoll bist, dass du die Geheimnisse bewahren kannst oder zeigst du Interesse in diesen Themen oder du verspürst, was passiert hinter geschlossenen Türen. Das ist dann die Vorteile.
Jetzt schauen wir die Bewegung an. Wie ich schon sagte, in einem Geburtshoroskop ändert sich nichts, aber Sonne, Mond und die Planeten bewegen sie sich. Und diese Bewegung nennt man Transit. Und dieser Transit aktiviert die Horoskop und löst was aus. Und genau das schauen wir auch an. Ich starte jetzt mit 10. Mai. 10. Mai ist Mond im Krebs. Hier. Mond ist die große Uhrzeiger in diesem kosmischen Uhr und hat einen Einfluss auf den Alltag, kann auch kleinere Veränderungen hervorrufen und beeinflusst unsere Gefühle. Im Krebs fühlt sich Mond sehr wohl und sehr intensiv sind die Gefühle und das trifft dich persönlich. Weil du hast Aszendent Krebs und dein Mond im Geburtshoroskop ist auch Krebs. Also in diesem Tag sind deine Gefühle sehr intensiv oder nimmst deine Umgebung, deine Welt mit Gefühlen wahr. Uranus und Sonne, beide sind im Widder. Sonne ist die Monatsthema. Und das ist die Widder-Themen, das heißt entweder Neuanfang oder bei dir steht das hier im 10. Lebensbereich und das heißt, du brauchst jetzt Anerkennung oder suchst deine Berufung oder hast du Ziele und da möchtest deine Kraft einsetzen. Uranus ist auch hier im Widder, bleibt auch länger nach indischen Berechnung. Und sorgt dafür, dass hier Veränderungen gibt. Entweder berufliche Veränderung oder bist du mehr wahrgenommen oder kannst du deine Ideen, deine Ziele verwirklichen. Mars befindet sich in Zwillingen. Mars ist die Kraft, was alles in Bewegung setzt. Oder mit dieser Mars-Energie kannst du dich behaupten. Mars bedeutet auch ein Mann. Hier in Zwillingen bewegt sich jetzt Mars. Also aktiviert bei dir Zwillingsthemen und das würde bedeuten mehr Leichtigkeit, kleinere Veränderungen, eine gewisse Neugier. Einiges in Bewegung setzen und Kommunikation, aber das ist alles im Rückzug. Mars ist auch deine Kraft und damit du im Kraft bleiben kannst, zeigt hier die 12. Lebensbereich, es wäre gut, wenn du müde bist, erschöpft, zieh dich zurück und ruh dich aus. Du brauchst diese Kraft und in Ruhe liegt die Kraft. Mars kann auch eine männliche Person sein bei diesem Transit, bei dieser Bewegung, muss das nicht unbedingt der Partner sein, das kann andere männliche Person auch bedeuten und das würde heißen, dass dieser Mann erzählt seine Geheimnisse oder das sollte man alles im Geheimen halten. In der 12. Lebensbereich sind auch die geheime Feinde. Und hier die Mars-Energie vermittelt, dass du dich durchsetzen sollst, wenn du das erkennst. Jupiter vergrößert etwas, vermehrt etwas. Jupiter ist zurzeit rückläufig. Und diese Rückläufigkeit bedeutet, das wird jetzt gebremst, hat auch einen Sinn, und vermittelt uns, es ist nicht der richtige Zeitpunkt, etwas vermehren, vergrößern, sondern abwarten. Vielleicht kommt was Besseres oder wir sollen noch etwas überprüfen. Diese Rückläufigkeit hat oft mit Vergangenheit was zu tun. Jupiter bewegt sich in Skorpion, aktiviert hier Themen mit Kindern.
Bei Jupiter Einfluss kann auch Schwangerschaft auslösen, wobei Rückläufigkeit weniger, aber im Allgemeinen tatsächlich ein Jupiter Einfluss hier im Bereich die Kinder ist oft Schwangerschaft. Du hast hier ein Jupiter-Wiederkehr, weil Jupiter steht in deinem Geburtshoroskop auch hier und Jupiter erreicht wieder diese Position, das nennt man Wiederkehr und aktiviert bei dir Themen deiner eigenen Kindheit. Und hier bei Skorpion-Energie ist wichtig die Transformation, die Gefühle, die Erinnerungen, was mit Tränen verbunden sind, loslassen, die schönen Erinnerungen bewahren und um dein inneren Kind kümmern oder deine schöpferische Kraft, Lebensfreude. Jupiter bringt auch Glück. Saturn ist auch rückläufig. Saturn ist der Planet der Schicksal. Durch Saturn-Einfluss haben wir schicksalhafte Veränderungen, schicksalhafte Begegnungen, schicksalhafte Entscheidungen. Diese Rückläufigkeit bedeutet aber, es ist entweder noch nicht der richtige Zeitpunkt, etwas verändern, sondern lieber noch abwarten oder etwas noch überprüfen. Diese Rückläufigkeit hat oft mit Vergangenheit was zu tun. Saturn bewegt sich im Schütze. Und hier aktiviert karmischen Themen. Saturn hütet den Karma. Abgesehen davon, dass diese absteigende Mondknoten, diese Ketu bewegt sich dieses Jahr und nächstes Jahr auch im Schütze. Und Rahu, diese aufsteigende Mondknoten, diesen Drachenkopf, bewegt sich ganzes Jahr und nächstes Jahr auch noch hier in Zwillinge. Also zurück zum Saturn und Ketu. Hier sind karmische Themen. Saturn ist der Hüter der Karma. Saturn will, dass wir etwas in Ordnung bringen, dass das eine Struktur bekommt. Die Thema ist Arbeit und Gesundheit. Astromedizinisch steht Saturn für unseren Knochen, für unsere Zähne und unsere Haut. Pluto ist auch rückläufig. Das bremst auch etwas und aktiviert Vergangenheit, oft karmische Themen und das hat mit der Vergangenheit was zu tun. Pluto ist auch hier im Schütze. Astromedizinisch steht Pluto zum Sexualorganen. Ich erwähne das, weil hier handelt sich auch um Gesundheit. Pluto zeigt etwas Wichtiges. In inneren Kraft bleiben. Und das ist auch die Überzeugungskraft. Und konzentriert sein auf dem Wesentlichen. Und wir dürfen bei Pluto-Energie nicht zulassen, dass etwas oder jemand diese Energie, diese Kraft raubt. Neptun lässt unserem Träume leben. Vorausgesetzt ist, wir glauben daran, Neptun bewegt sich hier im Wassermann. Wassermann ist die Ideenreichtum, die Fantasie, das ist dann wieder Neptun-Energie und die Leichtigkeit, das ist Luftelement und hier hast du die Transformation. Das heißt, aktiviere deine Fantasie, deine Vorstellungskraft und glaube daran. Glaube daran und wenn es Momente gibt, wo du sagst, oh, das wird sowieso nicht, das erreiche ich nicht. Wenn solche Momente gibt, dann versuch das überwinden und stärke
dein Glauben dann. Merkur bewegt sich im Widder. Merkur, der ist der Planet, der handelt. Merkur steht auch in Verbindung zum Terminen und Verträgen. Und hier im 10. Lebensbereich kann das mit deiner Berufung was zu tun haben. Entweder Öffentlichkeit, wie zum Beispiel einen Vortrag halten oder ein Buch veröffentlichen oder ein Auftritt im Fernsehen. Die 10. Lebensbereich liegt aber auch unserer Berufung. Da sind die Gespräche, Handlungen, Termine, eventuell Arbeitsvertrag. Venus befindet sich ab 11. Mai auch hier im Widder. Und das löst aus, dass du als Frau wahrgenommen bist. Das ist immerhin die Öffentlichkeit und Anerkennung und Kompliment. Oder dass du kreativ bist und das verwirklichst beruflich, kann auch bedeuten, eine weibliche Person. Und diese weibliche Person hilft dir, bekommst du Anerkennung oder hilft bei deinem beruflichen Weg. 12. Mai ist Halbmond im Krebs hier und das hat mit deiner Persönlichkeit oder dein Auftreten was zu tun. Ein Halbmond ist Spannung. Das bedeutet, Sonne und Mond stehen in einer Spannung, was wir verspüren. Und das wirst du in diesem Tag du auch spüren, entweder innerlich, inneren Unsicherheit, Nervosität oder dass jemand auf dich zukommt und ist aggressiv oder das nervt dich auch, bringt dich aus dem Gleichgewicht. Dieser exakte Halbmond ist um 2.12 Uhr. In diesem Tag fehlt als Ausgleich die Erde-Element, die Sicherheit, Stabilität, die Bodenständigkeit, auch die Taten. 13. Mai übergeht Mond im Löwe und das ist eine zunehmende Mondphase. Eine zunehmende Mondphase eignet sich dafür, etwas starten, was zunehmen soll oder vermehren soll. Aber das sollen wir niemals in einen Halbmondtag machen, das war am 12. Mai, sondern abwarten, bis das vorbei ist. Eine abnehmende Mondphase eignet sich dafür, etwas beginnen, was abnehmen soll. Aber da auch darauf achten, dass das nicht im Halbmondtag ist. Hier handelt es sich um die Werten und die Löwe-Energie wirkt auch. Das ist sehr königlich und du hast auch dieses Bedürfnis, im Mittelpunkt zu sein, Wertschätzung bekommen. Außerdem, die 2. Lebensbereich steht auch für Finanzen. Und in diesem Tag, wenn das eine zunehmende Mondphase ist und aktiviert hier diesem Lebensbereich, kann bedeuten, dass die Finanzen sich vermehren, verbessern. Aber hier hast du im Geburtshoroskop Venus. Natürlich, das kann die Kreativität bedeuten, dass du durch kreative Arbeit Geld kommt, aber bedeutet auch Geldausgabe. Und da in solchen Tag, wenn Mond hier sich bewegt, ist auch die Neigung dazu, Geld leichter ausgeben für schöne Dinge. Venus steht für schöne Dinge. 15. Mai übergeht Mond im Jungfrau. Aktiviert Jungfrau-Themen und das bedeutet Heilung,
etwas bereinigen, etwas in Ordnung bringen. Außerdem wird die dritte Lebensbereich Thema auch, und das ist die Schule des Lebens. Etwas lernen. Und bei dir im Geburtshoroskop ist das die Heilung oder etwas bereinigen. In diesem Lebensbereich gehört auch die Kommunikation, ein Austausch von Informationen. 16. Mai übergeht Sonne im Stier und das bedeutet, es beginnt ein neues Monatsthema und das ist Stier. Etwas Wertvolles in Besitz nehmen oder im Finanzen kümmern oder die Ruhe bewahren oder das Leben genießen. Dann kommt Themen dazu, was zum 11. Lebensbereich gehört. Deine Wünsche, deine Sehnsüchte nachzudenken, das in Besitz nehmen oder Freundschaften. 17. Mai übergeht Mond im Waage und aktiviert Waage-Themen und das ist inneren Gleichgewicht oder etwas ausgleichen, vergleichen oder Schönheit, Kreativität oder Gerechtigkeit oder Liebe, Partnerschaft. Dazu kommt die vierte Lebensbereich, auch dein Zuhause. Zuhause etwas verschönern. Oder hast du eine rechtliche Lage und das hat mit Immobilien was zu tun. 18. Mai ist Vollmond im Waage. Vollmond beleuchtet etwas und zeigt, genau da sollte man hinschauen. Und das sind wieder die Themen, das ist auch dein Basis, dein Fundament. Und das ist das innere Gleichgewicht und auch Leichtigkeit, weil die Waage ist Luftelement. Dieser Vollmond ist exakt um 22:11 Uhr. Im selben Tag steht Venus und Uranus in einer Verbindung und sie wirken auch zusammen. Hier im Widder. Uranus, Venus. Uranus bringt Umbrüche, Veränderungen oder unerwartete Ereignisse. Die Venus-Energie, entweder ändert sich in dir etwas, dein Aussehen zum Beispiel als Frau, oder wirst du anders wahrgenommen, oder kommt Thema Liebe, Partnerschaft, das ist auch Venus-Energie, und da ändert sich etwas, oder kommt eine weibliche Person auf dich zu, plötzlich unerwartet, und löst diese Veränderungen aus. 19. Mai übergeht Merkur im Stier. Im 11. Lebensbereich sind die Freundschaften und das kann bedeuten, dass du Kontakte, Gespräche hast mit Freunden. Im 11. Lebensbereich sind aber auch Gruppen von Menschen, wie zum Beispiel eine Partei oder ein Verein. Und bei Merkur-Einfluss kann das auslösen, dass du da Gespräche hast oder einen Vertrag unterschreibst. Hier sind auch unsere Wünsche und Sehnsüchte und Merkur ist das Wissen, der uns auch belehrt, dass du lernst, deine Wünsche, Sehnsüchte auch daran glauben. Im selben Tag, im 19. Mai, übergeht Mond in Skorpion, aktiviert Themen Kinder. Das ist eine abnehmende Mondphase und das würde bedeuten, dass die Erinnerungen, was mit, wirklich mit Tränen verbunden sind, diese Erinnerungen loslassen. Das ist Vergangenheit. Das hat mit unserem Gegenwart gar nichts zu tun. Das ist nur eine Gedanke. Und von diesen Gedanken können wir auch verabschieden. Mond und Jupiter hat beide mit Schwangerschaft was zu tun, weil Mond ist die Empfängnis und Jupiter vermehrt etwas.
Also das kann hier, gerade hier im fünften Lebensbereich, so das auch auslösen. 20. Mai steht Mond mit Jupiter in Verbindung. Jupiter vermehrt etwas, vergrößert etwas, und das heißt, wir spüren intensiv unseren Gefühlen. Und das hat mit unserem Kinder was zu tun oder mit unseren Kindheitserinnerungen, aber auch mit Lebensfreude auch was zu tun. Jupiter bringt auch Glück. 21. Mai übergeht Mond im Schütze und aktiviert Themen Arbeit und Gesundheit. Hier ist wichtig, auch die Schütze-Themen betrachten. Schütze ist Bewegung, also Sport, Bewegung hilft, auch gesundheitlich. Schütze zeigt aber etwas, und das ist die Richtung unserer Galaxie, der Milchstraße. Und dort ist unsere Wünsche. Also wenn wir unsere Wünsche leben, weil wir das als Ziel setzen, dann haben wir Orientierung. Wenn wir das nicht wahrnehmen, dann sind wir orientierungslos, und dazu neigt die Schütze. Weil Schütze hat diese Gedanken immer wieder, das muss doch was Besseres da sein. Aber daran liegt nicht die Lösung, sondern die Lösung liegt daran, wo die Schütze zeigt, dieser Pfeil. Dieser Pfeil zeigt die Zentrum unserer Galaxie, der Milchstraße, und da sind unsere Wünsche. Also Schütze zeigt eigentlich die Richtung. 22. Mai steht Mond mit Saturn in Verbindung und sie wirken zusammen. Saturn zeigt, wie wichtig das ist, auf die Gefühle achten, das ernst nehmen. Außerdem sollen wir auf unsere Gefühle achten, damit wir das in Ordnung bringen. 23. Mai steht Mond mit Pluto in Verbindung, sie wirken auch zusammen, und Pluto zeigt, achte auf deinen Gefühlen. Verabschiede von negativen Gefühlen wie Angst, Zweifel, Schuldgefühl, weil das blockiert. Und übergehe auf den positiven Gefühlen wie Dankbarkeit, Hingabe, Begeisterung und Liebe. Weil das ist schöpferisch. 24. Mai steht Merkur in Diamant im Stier. Aktiviert Stier-Themen, und das ist Besitz und Finanzen, und aktiviert die Themen von 11. Lebensbereich, das sind die Wünsche, aber auch Freundschaften. Wenn Merkur im Diamant ist, bedeutet, das klärt sich etwas auf, das kommt im Glanz, und Merkur beschleunigt das alles. Im selben Tag, im 24. übergeht Mond im Steinbock, aktiviert Steinbock-Themen und die 7. Lebensbereich, und das ist Liebe-Partnerschaft. Steinbock-Thema ist Ziele setzen und es nicht aus der Auge verlieren, geduldig zu sein und Ausdauer haben. 26. Mai, Mond übergeht in Wassermann, aktiviert Wassermann-Themen, und das sind die Ideen, aber auch ein Weitblick und auch den Aktenhaus, und da gehören Themen wie Finanzen, Investitionen, Banken, Versicherungen oder erbschaftlichen Themen. Und die Sexualität gehört auch zum 8. Lebensbereich. Das ist eine Art Transformation. Und hier in diesem 26. Mai ist ein Halbmond und entsteht Spannung. Man neigt dazu, in diesem Tag etwas festzuhalten. Oder man neigt dazu, die Ideen nicht verwirklichen, weil man glaubt, das ist unerreichbar, man zweifelt daran.
Dieser Halbmond ist exakt um 17.34 Uhr. In diesem Tag fehlt die Feuerelement, die Kraft, die Mut oder die Begeisterung. 27. Mai steht Mond und Neptun hier in Verbindung. Die haben so ähnlichen Einflüsse. Das gleiche Essenz hat mit unserem Unbewussten was zu tun, mit unserem Träumen, mit unserer Fantasie was zu tun. Kann auch bedeuten, dass wir in diesem Tag was träumen. Und viele Träume sind auch Botschaften, die Sprache der Seele. Diesbezüglich kann ich weiterhelfen, weil ich kann sehr gut die Träume deuten. Das ist immer eine Symbolsprache. Und aktiviert die Themen von 8. Lebensbereich, das ist die Wandlung, die Veränderungen, die Erneuerungsprozesse. Dazu gehört, dass es immer wieder mal etwas loslassen sollen, verabschieden von etwas, alles was im Weg steht. 29. Mai übergeht Mond in Fischen und aktiviert natürlich die Fischenthemen. Das hat auch mit unserem Träumen was zu tun, das zu vertrauen, daran glauben und dann loslassen, geschehen lassen, vertrauen, das Fluss des Lebens. Und dann kommt die 9. Lebensbereich dazu, die Spiritualität oder Reisen, Ausland, Auslandskontakte. 31. Mai übergeht Mond im Widder und aktiviert hier wieder Themen und das kann ein Neuanfang sein oder begeistert von etwas, Zielsetzung, Anerkennung zu bekommen oder Berufung oder Öffentlichkeit. Liebe Eliora, so könnte ich dein Monatshoroskop beschreiben. Ich bedanke mich für dein Anvertrauen und auch für diesen Auftrag. Ich wünsche dir alles Gute, alles Liebe von Dendera.